Sie wissen doch, dass die beiden ihretwegen in Streit geraten sind. Wieso haben sie nichts getan? Sie hätten dazwischen gehen müssen. Schreien. Warum haben sie nicht die Polizei gerufen oder den Notarzt? Konstantin hat doch versucht, Moritz zu retten. Aber er konnte nichts mehr für ihn tun. Wissen Sie denn nicht mehr, wer hier ankam? Völlig am Ende, verletzt und fast irre vor Verzweiflung? Er konnte doch selbst nicht begreifen, was passiert war. Was hätte er Ihnen denn sagen sollen? Die Wahrheit. Er kannte sie doch gar nicht. Woher sollte er wissen, wem er vertrauen kann? Das Ganze ist fürchterlich, was da passiert ist, aber es geschah doch nur aus Liebe. Aus Liebe zu Ihnen. Ich bitte Sie, verzeihen Sie Konstantin. Er liebt Sie doch über alles. Am Ende erzählen Sie mir noch, er liebt mich mehr als Moritz. Ja. Das kann gut sein. Als ich Sie gesehen habe, dachte ich, Sie wären ein guter Mensch, der seine Arbeit tut, um anderen zu helfen. Was soll denn das? Lassen Sie mich in Ruhe. Der Mann im Krankenhaus braucht Sie. Sie sind seine einzige Hoffnung. Es gibt genügend andere Ärzte, die ihn versorgen können. Aber Sie können ihm ein menschenwürdiges Gesicht geben. Bitte. Sind Sie noch bei Trost? Hören Sie sofort auf. Ich flehe Sie an. Was soll das? Lassen Sie sofort dieses lamoyanten Zirkus. Das ist doch... Aber was geht denn hier vor? Diese impertinente Person belästigt mich die ganze Zeit. Sehen Sie gefälligst auf. Ja, sie folgt mir nach, wo immer ich mich aufhalte. Außerdem war sie es, die mich bestohlen hat. Ist das wahr? Sie sind mit sofortiger Wirkung gekündigt. Ich rufe umgehend die Polizei.